funky ass bassline. Und Rumleret. Gut, das hat funktioniert. Bowser Fork. Axon Saboon. Bratzen No Catchen. Jemanden kennenlernen. Den kennt man auch nicht. Shibboom. Stumse Galarga. Machen wir das gleich. Sawada Nulor. Nopsa. So. Haben wir es auch geschafft. Quatschen wir mit ihm weiter. Tag verschönern. Von Herzen kommen, das kommt ihm nicht. Wie glücklich wir sind, erfreut sich ein Leben. Als wir uns glücklich sind, werden positive Gefühle noch stärker. Cool. So. Machen wir noch eine Bro-Umarmung. Komm her, Bro. Und einen Bro-Tanz. Das erinnert so sehr an Howie mit your Mother. Komm schon, Bro. Mein Albenschwärm. Bitten einzuziehen. War aber sehr schnell gelungen. Umarmen. Machen wir mal eine normale Umarmung. Oh. Kiesel schon in der Beziehung. Geschichte erzählt. Jemand anderes. Alle, die du kennst, sind gerade hier. So, was kannst du noch machen? Gemeinsam Foto machen. Das machen wir. Start the bay quiver. Come in the plover, won't he? Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Two in a row, huh? Das heißt doch nicht auf dem Klavier spielen. Yay, Foto. For me. So. Tag verschönern. Lustig. Polizistenwitz. So, und am nächsten Tag gucken wir uns mal die Karrieren an. Sie parodiert jemanden. Lustig. Von Natursternen. Umarmen. Ich finde es cool mit den Vorschlägen hier. Tiefgründige Unterhaltung. So, dann würde ich sagen, es ist nahe schon spät. Dann gehen wir nach Hause, dann pflegen sie. Oh, Chase sprunghaft. Von Gitarren soll es schwärmen. Gut, dass du nicht sprunghaft bist. So. Okay, kann man verabschieden. Insiderwitz, das machen wir noch. Und dann gehst du nach Hause. Beziehungsweise darfst erst auf die Toilette gehen, wenn es hier eine gibt. Moment, ist hier oben? Ja, verwenden. Guck mal von da oben aus zu. Okay. Die lachen sich eins ins Fäustchen. Fäustchen. So lustige Wörter. So, geh mal pinkeln. So, jetzt darfst du nach Hause gehen. Übrigens, falls ihr das Telefon sucht, hier ist es. Genau neben dem Bild. Hier. So, Rechtsklick drauf, dann verfolgen wir mal. Naja, was ich auch doof finde, ist, dass er halt für das jeweils daneben liegende Haus, wenn sie da allein hingeht, gibt es einen Ladebildschirm. Mich wundert jetzt gerade, dass sie so weit kommt. Aber
Das habe ich auch schon getestet. Ich bin bloß zum Nachbarn gegangen und auf einmal kam ein Ladebildschirm. Putz, und schon war da. So, die knarrende Hütte. So heißt unser Haus. Ins Klo gegangen bist du gerade. Gehst du duschen. Essen kannst du am nächsten Tag. Du kriegst das große Bett. Schlafen. So. Fische fangen. Jemanden anrufen. Obwohl, wir könnten jetzt schon eine Karriere suchen. Machen wir mal Karriere einschlagen. Genau, das macht sie noch vorm Schlafen. Hoppala, bleib stehen! Sie singt! Eine Oper! Operette. So, jetzt such mal deinen Job. Entertainerin. Amateurunterhalterin. Du wolltest deinen Namen als leichte Reklame sehen, seit du denken kannst. Vielleicht auch schon zuvor. Folge der inneren Stimme und erlange Ruhm als professionelle Entertainerin, indem du dein Publikum zum Lachen oder ihre Herzen mit deinen Melodien zum Schmelzen bringst. Berufszweig Musikerin oder Komikerin? Ja, die Musikerin, die würden wir gern machen. Ne? Was gibt's denn da noch? Technikguru. Lustig. Live-Chat-Berater. Schriftsteller-Assistentin. Malerin. Leckermaul. Für alle Leckerschmecker. Astronautin. Praktikantin. Verbrecherin. Die Unerbittliche. Geheimagentin. Nee, wir müssen Entertainer. So, jetzt darfst du ins Bett gehen. Das finde ich auch voll cool. Jetzt läuft die Zeit endlich mal schneller. So. Audrey ist jetzt Amateurunterhalterin beim Arbeitgeber Plumbob Creations. Sie beginnt am Dienstag um 9 Uhr. Okay, also sie hat noch quasi einen ganzen Tag. Oh, sie ist unwohl, weil sie hungrig ist und Rückenschmerzen hat. Bei der nächstbesten Gelegenheit ein besseres Bett holen. Öffnen. Isst du nochmal einen Gartensalat? Hast du nicht umsonst schon vorgekocht? Was brauchst du denn alles für deinen Beruf? Charisma! Kannst du dir nochmal neue Freunde suchen? Ich glaube, sie braucht im zweiten Level 4 Freunde oder so. So, zum Bespaßen kannst du ein bisschen Gitarre spielen. Mach mal sogar schnell. Ja, jetzt ist wieder glücklich. Zwischen Musik aus Stereoanlage tanzen. Ach, dann lassen wir sie wieder in den Pub gehen. Okay, genug bespaßt. Du gehst jetzt auf Toilette. Oh, sie fühlt sich schon wieder unwohl. Dampfende Dusche. Oh, die macht inspirierend. Sie ist inspiriert. Gitarre spielen. Okay. Lassen wir sie nochmal schnell spielen. Jemanden über Träume sprechen. Okay. Wir gehen weg. So Leute, wo gehen wir jetzt hin? Nochmal zum Nachtclub oder zum Fit wie ein Turnschuh? Oder das klassische einfach in den Park? Nee, wir gehen nochmal ins Museum. Nee, wir gehen jetzt ins Fit wie ein Turnschuh. So, während der Wartezeit nochmal trinken. So.
Kann sie ja nebenbei noch ein bisschen trainieren. Die quatschen ja neben dem Trainieren her. Sitzt du dich da gegenüber und quatscht mit der ein bisschen. Träume reden. So, hat Fitnessfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Fitnessfähigkeit ist es Audrey nun möglich, verschiedene Trainingsarten an Trainingsgeräten zu nutzen. Mit steigeren Fähigkeitenleveln werden fortgeschrittene Fitnessübungen freigeschaltet. Gut, halten wir sie auch mal fit ein bisschen, oder? Sie plaudert jetzt gerade schon schön mit der. Neue Erfindung beschreiben. Verrückten Plan vorschlagen. Musst du Geschichte erzählen. Das kann sie ja alles nebenbei. Oh, die ist aktiv. Du hast Dina kennengelernt. Aktiv. Ich finde es cool, dass du jetzt mehr Sachen nebeneinander machen kannst. Zum Beispiel mit der quatschen, obwohl sie trainiert. Falsche, schlechte Nachricht verkünden. Nö, das machen wir nicht. Ein bisschen eine Geschichte erzählen. Hauptsache, du trainierst weiter. So, jetzt trainierst du ein bisschen. Bist dich schön müde. Jo, es sind Bros in der Nähe. Und wer von denen ist ein Bro? Zuspruch geben. So. Die holst du jetzt als Freundin. Du brauchst eh genug. Hüfttanz vollführen. Kennenlernen. Von Interessen schwärmen. Von neuen Alben reden. Schwärmen. Über Interessen reden. Lustige Geschichte erzählen. Oh, die ist ehrgeizig. Ich finde es lustig, dass sich so die Charisma-Fähigkeit ein bisschen steigert. Kann ich trainieren? Kann Natur schwärmen. Tratschen. Tratschen funktioniert immer. Sie hat da drüben Arsch oder mit. So. Sie sind immer noch Bekannte. Tau mal umarmen. Freunde, okay, einen Freund haben wir wenigstens schon mal. Suchen wir noch. Sie als Freundin zu kriegen. Star-Mädchen. Freundlich. Hüfttanz vollführen. Gibt's nämlich nebenbei Charisma. Tiefgründige Unterhaltung. Hat jetzt endlich mal einen Freund. Sie ist romantisch, okay? Was machen wir denn noch? Yeah, jetzt ist sie eine Freundin. Machen noch ein bisschen was mit ihr, dann bleibt sie erstmal eine Zeit lang. Okay, sie doch nicht, sie geht weg. Ja, dann gehst du mal duschen. Im oberen Geschoss ist ja eine Dusche. Dampfende Dusche. Schnell duschen. Oh, schnell duschen. Das geht ja fix. Das ist Deko. Bisschen verwirrend. So.
Gehst du jetzt mal duschen? Ja, Limpopo. Okay. Lass das sein, geh. Ich rede eben. Geh duschen! Mädel!